So. Wo ist es denn? Da will ich hin. Judy will die Puppen alle umwandeln in Kämpfer. Also im... In der... Im Cloud. Dann sollte es da nichts mehr für mich zu tun geben. Aber es ist schon viel zu tun, ne? Richtig viel. Ja, alles klar. Wann? Ich bin hier nur runtergefallen, beachtet mich nicht. Immer was zu tun, knallen wir sie ab. Es ist wirklich schon riesig. Man kann sich schon ein bisschen verlaufen in den vielen Missionen. Scheiße! Ich hab die aus Versehen angerempelt. Warte bis zum Abend. Es sah für mich aus wie abends. Dunkel. Hey, wie? Komm rein. Die Pizza wird kalt. Da bist du ja. Sehr gut. Setz dich. Das ist Roxanne. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Clouds. Hallo. Hey, schön, dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Wie geht's dir? Ganz okay. Bin aber etwas traurig. Standest du Evelyn nah? Ja. Ab dem Moment, als sie wieder im Clouds auftauchte, ging's bergab. Sie hätte nicht zurückkommen dürfen. Sie war doch frei. Aber tief im Innern war ich froh, sie wiederzusehen. Und jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Und eines Tages fallen wir hier um. Den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Ist dieser unvergleichliche Feinsinn angeboren? Oh ja. Und trotzdem feile ich ständig daran herum. Übrigens, Forrest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Echt? Vielleicht krank? Warum? Oder im Lotto gewonnen? Und zum Mond abgedüst. Mhm. Alles ist möglich. Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Ich habe den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Lüften. Egal. Brauche ich halt am Fenster. Er trinkt. Oh. Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren.
Wie bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Clouds die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Clouds. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Okay, das will ich sehen. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Ich geb's zu, das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Du hast ihn doch gesehen. Das war ein Kneipentrick. Ich will einen Kampf. Wir haben doch hier einen Experten für Prügeleien. Oh. Ich will sehen, wie Tommy sich gegen ihn schlägt. Moment. Er wird mich auf jeden Fall verprügeln. Aber vielleicht soll ich mir irgendwas zu fressen reinpfeifen. Das ist alles so ein Kack, weißt du? Ja, ich habe eine Menge Sachen dabei. Auch Pizza. Aber ich schmeiße ja auch immer recht viel weg. Beziehungsweise löst ja viele Sachen auch immer auf. Lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Fangen wir an. Was zum... Bist du da? Kannst du mich hören? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich nicht schlecht, Judy. Hast dich selbst übertroffen. Wenn du den verkaufen würdest, wärst du die reichste Judy der NUSA. Lieber nicht. Gibt genug Tötungsmaschinen auf der Welt. Mehr müssen wirklich nicht sein. Wenn das vorbei ist, zerstöre ich die Chips. Jetzt glücklich? Bin ich selten. Aber das war Beweis genug. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wachen und normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Einen Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst. Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment, H8 Megatower. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nie. Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Das könnte klappen. Wenn wir ihn in seinem Apartment kriegen, wo er sich sicher fühlt, werden die Bosse merken, was wir drauf haben. Na sowas. Da ist mehr in deinem Schwammschädel, als ich dachte. Also, wie sieht's aus? Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich
gesehen, Herr Zeit. Muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte sag mir, dass du da nicht ernsthaft mitmachen willst. Du kannst nicht unsere Hälse für ein paar Nutten riskieren. Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, Vee. Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Ich arrangiere das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage. Bis dahin. Winke, winke. Maiko, warte. Nimmst du uns mit? Nur wenn ihr nicht redet. Ich glaube, ich krieg Migräne. Scheiße. Ich hab Angst, Vee. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, um was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Ich finde das nur angemessen. Judy, dein Ernst? Nein, davon will ich nichts hören. Aber... kein Wort mehr. Mich nicht. Breche jetzt erstmal wieder zusammen. Wie? Alles okay? Wie? Du siehst nicht gut aus. Okay, okay. Geht schon wieder. Alles gut. Was zum Teufel? Wie? Bist du krank? Erinnerst du dich an den Job für Evelyn? Den Relic, den ich klauen sollte? Wie könnte ich das vergessen? Dieser Biochip. Um's kurz zu machen, da war Johnny Silverhands Verstand drauf. Ein Engramm, das meinen überschreibt. Ist nicht dein Ernst. Ich wünschte, so wär's. Fuck. Und kannst du irgendwas tun? Hoffentlich. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Juhu! Klingt super. Danke. Pyjama-Party. Gar kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Lass uns gute Filme schauen über Nacht. Keiner da. Ist sein Frühstück. Sie hat sogar Frühstück für mich gemacht. Morgenschlafmütze. Musste los. Wollte ich nicht wecken. Habt ihr Frühstück da gelassen? Guten Hunger. Nein, möchte ich nicht, danke. In 6 Leveln habe ich das Street Creed fertig. Muss ich jetzt wieder warten auf die? Schicke Claire eine Nachricht. Wie war denn nochmal der ganze Name von der? Da, Claire Russell. Oh, da fehlte eine Nachricht, also eine Antwort. Deshalb ist das nicht weitergegangen.
Aber im Ernst, übe weiter. Da kommt meine Zunge. Night City, Tempura Night City billig, Udon Night City, Ramen lecker, gibt es in dieser Einöde nichts zu essen? Ich kann dir Tipps geben. Wenn du Sushi willst, kenne ich einen guten Laden in Wels. Sushi in Night City klingt lebensgefährlich und irgendwie respektlos. Ich bin gerade ganz in der Nähe von den Zwillingen. Kann also nochmal versuchen, die zu verprügeln. Ich hasse es. Sollte ich einfach irgendwas Kleidungstechnisches eben mit Panzerung erstellen? Ich glaube, das ist im Boxkampf egal. Ich kann mir halt nur Futter reinschmeißen nochmal. Na, wo ist denn der? Da, Hydration. Von mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Klar. Zeig mir, was ihr drauf habt. Mach ich gar keinen Schaden an denen? Vier Fäuste besser als zwei. Du kriegst jederzeit eine Revanche, wenn du dich traust. Von mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Ich verstehe es nicht. Aber ich mache ja so gut wie gar keinen Schaden an denen. Das ist ja super ätzend. Verstehe ich einfach nicht.
Ja, einfach nur Fahrzeuge. Bestimmt auch nur ein Auftrag. Scannerdelikte. Der Rest ist alles, ja, warten, bis endlich Kontakt mit mir aufgenommen wird. Dann versuchen wir es mit der Schwester zu reden. Sonst gibt es ja auch nichts zu tun. Lauf! Schneller! Ach, ich weiß nicht, vielleicht bringt es wirklich nur was mit der Konstitution und das andere ein bisschen Pushs. Dass du eine Chance hast, die Schläger zu besiegen. Aber so ist das halt. Du kommst ja auch nie dazu, als, sag ich mal, nur Faustkampf zu betreiben. Mit dem Feed-Trauer zählt auch. Ne, ich kann auch nur Fäuste benutzen. Ich kann keine andere Waffe anwählen. Ach so, du meinst, um die Nahkampffähigkeiten zu steigern. Was bringen denn die? Ausdauer erhöhen, Tragekapazität, Vorteilspunkte, Gesundheit erhöht am Ende. Verringerung vom Schaden beim Blocken, Angriffstempo erhöhen. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen und mit stumpfen Waffen. Du hast schon wieder dein Essen weggeschmissen. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch alle Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Den Charisma-Wert hochzuhaben ist auch gut, ey. Da wird man richtig charmant und lustig. Sogar viel besser als erwartet. Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig, das Kletterhaus. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie nicht sehen, peng. Bye bye, Degen. Falls das gefährlich klingt, denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Klar.
Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat die Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als ihr. Pass auf dich auf, Goro. Boah, ich hoffe, die Mission hat kein Zeitlimit. Bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Also auch ein bisschen Gas geben. Ah, Geister, verbrennt sie alle. Hilfe, ich laufe hier nur schnell durch. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Ein bisschen Zeit für Datenmining. Achtung, alle Einheiten! Verdächtige Aktivität in Sektor 13! Fertiger Junkie beim Ballonstart. Kümmert euch drum. Kontrolle! Position aktiv! Zweite Etage. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City. Abbruch. Wiederhole. Abbruch. Ist nur ein feiger Terror. Holt euch den Junkie. Der 4000 Menschen das Leben kostet. Goro, ich hab den Näheren erledigt. Platz springen auf dem Balkon mit dem grünen Pfeil. Alles ein. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Nicht alle kreuzweise! Sei still! Haben Tom umgebracht und drücken seine Leiche einfach nicht raus. Und ohne Leiche. Welchen Balkon? Hey, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Du weißt nicht. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Rollen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen Scheißjob. Verstanden. Over and out. Genau wie erwartet. Oda ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Boah, du redest wahrscheinlich über die... Chill mal. Sicher, dass er das war? Die Stimme würde ich jedes Mal erkennen. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Keine Zeit, mit Johnny zu reden. Was für ein Unsinn. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Fuck!
Ich wäre fast gestürzt. Sei vorsichtig. Du darfst nicht auffallen. Ach echt? Hab ich doch gesagt. Schweigen. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das. Familienmitglieder oder Geschäftspartner gedacht, sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass ich sie in dieser Stadt ausspreche. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen nur noch ein paar Meter und du hast ihn. Muss untersucht werden. Bist du? Verstanden, Vorstand. Scanne das Gebiet. Es geschieht. Es hat bereits begonnen. Ziel erledigt. Das hört man gern. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Bescheid. Ja, warum bin ich jetzt gerade extra runtergelaufen, damit ich jetzt wieder hochlaufen kann? Wie? Oder spricht wieder? Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Richtige Aktivität hier. Ja, deinem Boss, was ihm lieber ist. Das Arasaka ist gleich an! Oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass hier eine Wache plötzlich mir entgegenläuft. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraßbohr, du Hurensohn!